Hey Leute, ich bin's, Mick vom Kanal Gamecore. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir unser Pferd verloren, haben die Karte des neuen Gebiets, welches heißt... Nee, ist noch Teil von Faerûn. Hier unten, das haben wir freigelegt. Plus das Meer hier. Das Meer von Nikluda haben wir freigelegt. Genau. Ja, und haben unser Pferd dann auch wiederbelebt, weil es ist ja irgendwie gestorben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder sein Vertrauen ein bisschen zurückgewinnen, weil wir es ja sozusagen umgebracht haben aus Versehen. Also wir haben es nicht umgebracht, aber es ist halt durch Monster gestorben. Und ja, sehr unvorteilhaft alles gelaufen, muss ich sagen. Aber zum Glück geht es ja den Pferdegott. Bei dem mussten wir zwar 1000 Rubine hinblechen, aber das war es mir voll wert, um mein Pferd wieder zu beleben. Wer hätte das nicht gemacht, ne? Wer hätte das nicht gemacht? Gut, aber in diesem Part machen wir das, was ich schon die ganze Zeit eigentlich vorhatte. Und zwar westlich des Plateaus, mich mal ein bisschen umzuschauen. Weil wir waren ja jetzt relativ lange im Osten von Hyrule. Und ich denke, dass wir uns jetzt langsam mal aufmachen können nach West-Hyrule. So, hier wollen wir rechts abbiegen. Ich will nämlich mein Pferd schnell abgeben, damit ich es an einem anderen Ort wieder rufen kann. So. Zum Glück folgt es selbst dem Weg. Ich muss nicht viel machen. Kann mich einfach ein bisschen umschauen. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass in meinen Aufnahmen manchmal so ein bisschen kleine Ruckler drin sind. Nicht viele, aber man merkt es halt schon dann doch. Ich habe jetzt mal die Qualität von der Aufnahme ein bisschen zurückgestellt. Ich hoffe, dass das das Problem behebt. Ich kann aber nichts garantieren, momentan noch. So, Pardok. Ich möchte mein Pferd abgeben. Ja, Rain möchte ich abgeben. Gut, dann nehmen wir Rain in unsere Obhut. Dein Pferd ist bei uns in guten Händen. Sehr schön. Ich habe überhaupt gar keine Rubine. Ist Terry möglicherweise da? Regen. Ich habe dich gesehen. Du hast die Banditen vertrieben, die sich in dieser Ebene herumgetrieben hatten. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Banditen der Prärie. Hier bitte, das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Fit-Karotte. Oh, cool. Banditen der Prärie? Du hast die Banditen besiegt, die in der Prärie ihr Unwesen getrieben haben. Perosa war darüber so glücklich, dass sie einen Finger... Cool. Terry! Ich wusste gar nicht, dass ich Banditen besiegt habe. Naja, gut. Ja, ich möchte etwas verkaufen, weil wir haben überhaupt gar keine Rubine momentan. Ich würde die Diamanten gerne behalten. Vielleicht kann ich daraus irgendwas craften oder so. Wäre schon ganz nice. Was habe ich denn an Sachen, die ich verkaufen kann? Rondit. Rhodonit, meine ich. Nee, den würde ich eigentlich behalten. Vielleicht kann ich damit Sachen färben. Schleimgelee brauche ich nicht unbedingt. Glaube ich. Ich glaube, ich brauche vieles von dem Zeug hier nicht. Flederbeißerflügel brauche ich alles nicht. Achtmal, dafür zahle ich 48. Jo, mach mal. 14 Donnerschleim. Alle weg damit. 140 Rubine. Gut. Wow. Owen Wilson. Exalfos Sporn. Brauche ich keine 44. Kann ich 24 verkaufen, kriege ich gutes Geld für. Jo, alles klar. Warum ist der eigentlich so cool, also richtig nice? Also halt, warum ist der so geil drauf, mir Sachen abzukaufen? Herzlichen Dank. 24 Pilze, die brauche ich auch nicht alle. Ich brauche vielleicht 10. So. Gut. Nur keine falsche Zurückhaltung. Gut. Haben immer noch zu viele Sachen, aber naja. Kaufen brauche ich nichts gerade. Ich rüste mal meine... Ah, die Lichtschuppenlanze ist halt ziemlich geil, ne? Ja, die ist richtig nice. Die können wir auch immer wieder craften, soweit ich das mitgekriegt habe. Da brauchen wir nicht mal mehr irgendwas für. So. Gut. Ich würde sagen, wir gehen zu diesem Stall.
und reiten dann nach hier. Nach hier oder nach da, wie auch immer. Weil im Osten bin ich jetzt erstmal, will ich jetzt erstmal nicht mehr hin. Hoffe, ihr könnt ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Aber wir haben genug in Nekluda und Faerûn erstmal gemacht. In Faerûn haben wir auch die Göttinnenstatue gesehen, die irgendwas braucht. Die braucht Schuppen. Die braucht Schuppen von dem Elektrodrachen. Ich weiß nicht, ob wir die einfach so kriegen oder ob wir den Drachen dafür erlegen müssen. Mit dem Drachen würde ich mich jetzt erstmal nicht anlegen. Möglicherweise kann man mit dem so ein bisschen reden. Und vielleicht so fragen, kriegt man vielleicht eine Schuppe von dem? Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Auf jeden Fall scheint da irgendwas Wichtiges zu sein dann. Der Stall ist da. So, Maronus ist auch nicht mehr hier. Der war da ja letztens. Oh, aber Terry ist hier. Gut. Und ich würde gerne mein Pferd abholen. Ember. Ich möchte es abholen. Welches? Rain. Natürlich, hallo. Zuneigung ist immer noch Max, das ist gut. Und ich weiß auch, ein Tier oder ein Pferd ist so lange, upsie, sorry. Ist so lange, Obst, Äpfel und so ein Shit. Bis es wieder volles Leben hat. So, ich bin mir gerade nicht. Eigentlich, wo will ich denn hin? Ich will nicht in die Mitte von Hyrule reiten eigentlich, weil Wächter und so. Ist vielleicht nicht die beste Idee momentan. Ich bräuchte vielleicht auch mal einen Unterschlupf. Warte, schau. Nee. Okay, Leute, sorry dafür. Ich musste kurz eine Frage beantworten. Oh, was haben wir denn hier? Oh, nee, den will ich nicht benutzen. Aber ich habe keinen anderen Pfeil. Okay, dann ist egal. So, ich habe hier mein supergeiles Langschwert. So, ich bräuchte trotzdem mal Unterschlupf irgendwo. Hier sind zwar Ruinen, aber die haben kein Dach oder so. Ah, ich bräuchte irgendwas mit einem Dach. Vielleicht finde ich noch was, vielleicht lässt sich noch was finden. So in näherer Zeit. In näherer Zukunft, weil es fängt gleich an zu blitzen. Und da will ich dann doch schon ganz gerne geschützt sein. Okay, erstmal außenrum so ein bisschen. Keine Dächer, alles keine Dächer. Ne, ist ja auch nicht wirklich ein Unterschlupf hier. Okay, jetzt wird's mal Zeit, dass ich meine Waffen auf irgendwas ändere, was nicht vom Regen betroffen ist. Vom Blitz meine ich. Huch, waren wir hier schon? Das kommt mir irgendwie neu vor hier mit den Guardians. Aber naja. Ne, hier waren wir anscheinend schon. Nun gut. Ich würde mich mit denen trotzdem nicht anlegen. Hat das Ding ein Dach da hinten? Ne, hat's nicht. Ich bräuchte etwas mit einem Dach. Wo bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich hier? Ach so, beim Plateau. Macht Sinn, denke ich. Ich bräuchte trotzdem mal was mit einem Dach. Ja, es fängt nämlich jetzt an zu blitzen. Ist doch locker irgendwas mit einem Dach in der Nähe, oder? Anscheinend nicht. Oh, die Typen haben wieder Probleme hier. Okay. Let's go. Oh, ups, vielleicht hätte ich das nicht zum Angreifen nutzen sollen. Oh, shit. Okay, die Boko-Klaue wird mich vom Blitz angezogen. So.
Mina, schon wieder haben wir das Leben gerettet. Ja, hier. Kraftbanane, das ist nice. Baba-Banane, nee, bitte was? Bitte was? Es hieß irgendwie anders. Okay, Mehls. Oh. Oh, oh, oh. Weg, weg, weg. Ja, man merkt, wo der Blitz einschlägt. Okay. Man sieht es so ein bisschen. Und der sollte uns ja eigentlich gerade nicht wirklich treffen. Wow. Okay. Wow, das war knapp. Das war knapp. Weg hier. Huhuhu, was? Ich will es haben. Ha, was denn? Das Leben des Helden. Oh, ein Jäger. Ach nö, Leute. Jäger. Dich kann ich jetzt gar nicht gebrauchen hier. So, aber du bist tot jetzt. Du dummer Jäger. Oh, vor allem... Sein Schwert wird gerade angezogen von Blitzen. Ja, okay. So, der hat ein paar Rubine dabei gehabt. Was ist das? Kopfsammler, nee, das brauchen wir nicht. Oh, weg damit. So, los geht's. Okay. Ah, fuck. Falscher Knopf. So. Jetzt aber. Okay, gleich hört's auf. Hoffe ich mal. Au, 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 au. Au, 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 au. Naja, gut. Ach du Scheiße. Leute, Leute, diese Blitze sind echt nicht... Da kann man echt nicht meckern. Die sind hart. So. Oh, da ist ein Schrein. Wenn ich das richtig sehe. Den checken wir mal aus. Und dann in näherer Zukunft... Warte mal ganz kurz, wo sind wir denn gerade? Aber wir sind noch im großen Gebiet Hyrule. Also im Mittel-Hyrule sozusagen. Da wollen wir ja eigentlich nicht sein. Ah, das ist ein Stall! Gut zu wissen, dass das ein Stall ist. Schaue ich mich hier halt mal um. Hehehe. Endlich bist du hier. Eine Verwechslung. Unmöglich. Aber wenn ich recht hinsehe, der Held soll das legendäre Schwert führen. Da habe ich dich wohl verwechselt. Wenn du den Träger des legendären Schwert begegnest, richte ihm bitte aus, dass ich hier auf ihn warte. Mein Held. Okay, anscheinend werde ich das Masterschwert brauchen, um hier etwas zu erreichen. Stall der Ebene. Dann muss hier aber ein Dungeon, also ein Schrein in der Nähe sein eigentlich. Ich biege jetzt erstmal weiter nach links ab, bevor irgendwas passiert. Ja, da oben ist einer. Da ist ein Schrein, das ist gut. Den machen wir mal. Dann ist auch der Sturm vorbei, wenn wir rauskommen wieder. Und dann kann ich auch wieder mal, Wolfling holen. So, überspringen. Und dann haben wir schon 6 von diesen Dingern wieder. So. Zu den speziellen Effekten. Wissen wir, Waffe werfen, wissen wir. Okay, was ist das für ein Schrein? Der kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Der ist ja relativ am Anfang eigentlich. Wer das Tor durchquert. Ich brauche einen Schlüssel. Ein Schalter. Okay. Okay. Ich habe das Tor durchquert. Der Ball muss da rein. Upsi. Okay. Wie hoch wird denn meine Kryonis-Säule? Wenn ich die hier überhaupt rufen kann. Kann ich nicht. Okay, dann müssen wir hier zurück.
Vielleicht sollten wir einfach nur das Ding hier holen. Und dann... Ah, da können wir ja vorbei. Das ist ja richtig easy. Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Wieder eine Kopfnuss hier. So. Wenn ich Pfeile hätte, ne? Das wäre richtig easy. Okay, den Elektrostab. Das prallt ab! Willst du mich verarschen? Warum prallt der ab? Ah, ich brauche den nicht mehr. Kann ich den wegwerfen? Kann ich nicht wegwerfen. Okay, Sora-Lanze. So. Komm ich da jetzt vorbei? Nee. Aber ich habe eine Idee. So. Nein! Ich muss den da reinwerfen. Oh mein Gott. Kryonis. So. Komm, das krieg ich doch hin, oder? Ablegen. Na. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Dann muss ich das von der anderen Seite machen. Hier. So. Kein Problem. Alles überhaupt gar kein Problem. Für den Make. Ich habe das nicht im Ernst gerade rausgeworfen, oder? Oh Gott. Sorry, Leute, ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Oh Gottchen. Ich bin nur so aufgeregt. So. Ich brauche die Bar gar nicht. Okay, du Exhal-Lanze. Jo, machen wir mal. Schmeißen wir die mal, ne? Okay. Cool. Boah, aber immer noch einen Schlüssel. Um die Tür hier aufzumachen. Ist der Schlüssel vielleicht hier drin? So. Sehr schön. Ich habe aber langsam keine Sachen mehr, die ich werfen kann. Oh, meine Lanze. Sehr schön. So kriege ich das wieder zurück. Ich glaube, ich mache es mir hier richtig schwer gerade. So. Dankeschön. Auf mit dir. Okay, das bringt mir nichts. Dann werde ich das wieder umschalten müssen. So. Die Lanze nehme ich wieder mit. So, aber da kann ich jetzt durch, weil ich die Tür ja aufgemacht habe. Ha. Ach so, keine Stamina mehr gehabt. Bin auf das Ding gerannt. Okay. So. Was haben wir denn hier drin? Eisvogelschwert. Cool. Sieht nice aus. Muss ich sagen. Sieht gar nicht mal so hässlich aus. So. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ja, geil.
So. Ich bin verwirrt. Muss ganz ehrlich sagen, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich komme nicht hier rüber. Irgendwas übersehe ich doch, oder? Ich übersehe irgendwas, aber was? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ich muss da hoch. Da. Hol ich vielleicht den Ding einfach zu schnell raus? Was? Ich hab den... Was zum... Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ernsthaft? Okay. Nun gut. Wie auch immer. Ich hab's geschafft, das ist alles, was zählt. Nicht wirklich, ich hab mich gerade ein bisschen blamiert, aber ich wusste echt nicht, wie ich das machen soll. So, sechstes Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, bla bla bla. So. Oh, cool. Gut zu wissen. Wildpferde fangen, ja, haben wir schon. Fische fangen. Oh. Okay, nee, ich schmeiß einfach eine Bombe in den Teich. Gut. Es hat aufgehört zu regnen, das ist schön. Dann hole ich jetzt noch schnell Wolfling. So. Willkommen zurück aus dem Reich der Toten. So, und... So, und... Bogen hoch. Okay, los geht's. Wir wollen ja immer noch nach Westen. Und, ja. Da, das ist der falsche Weg auf jeden Fall mal. So. Wir brauchen ja immer noch die Bilder alle. Aber da bin ich mir echt nicht sicher, wie ich die kriegen soll ohne Hilfe. So. Hm.
Hier nach rechts geht's jetzt also. Ich sehe den Turm vom Gebiet von hier. Upsi. Sorry. So, was haben wir denn hier? Ein trockener Baum. Und ein Feuermagier. Die interessieren uns gerade wenig eigentlich. Obwohl. Komm, gehen wir hin. Nope. Ich wollte eigentlich. Ich habe keine Lanze mehr. Nehme ich halt den Elektrostab. Mein Elektrostab. Nein. Ah, ich habe noch einen zweiten. Komm doch runter. Das wäre viel cooler, wenn du das machen würdest. Fall doch! Dann kann ich Wolfling nämlich auch angreifen. So, jetzt so ein bisschen. Zack. Okay, Feuerstab. Aber nur ein Fünfer Feuerstab. Der bringt uns ja nicht viel. So, der hat hier alles abgefackelt anscheinend. Ja. Gut, was haben wir da unten? Oh, da ist Abgrund. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass da Abgrund ist. Oh, Zentchen Langschwert. Das. Alter, wie viele große sind hier? Zum Glück sind die nicht so stark. Okay. So. Wir gehen easy down. So. Ist mein Langschwert so stark? Nee, aber auf dem Pferd mache ich anscheinend mehr Damage. Oh nein, mein Schwert ist gleich tot. So, wollen wir mal hier lang. Das scheint der Weg zu sein. Wolfling, nicht runterfallen, ne? Auch wenn ich weiß, dass du dich teleportieren kannst, ist das trotzdem. Da ist Hinox. Wir wollen an Hinox vorbei, wir wollen den nicht bekämpfen. Wir haben keine Pfeile, keine wirklichen. Wir wollen einfach nur vorbei. Einfach nur vorbei. Einfach nur vorbei. Dick Dock Hängebrücke. Ne, wir wollen einfach nur vorbei. So. Guck mal auf die Temperatur. Es ist sogar noch akzeptabel warm. So, komm her. Okay, mit einem Langschwert auf einem Pferd kämpfen ist vielleicht nicht die allerklügste Idee. Naja, das ist nicht die allerklügste Idee. Okay, der Zweihänder ist auch nicht besser. Das ist schon eher das. Kurzschwert. So, aua. Oh, der hat mit dem Pferd getroffen. Der hat mich jetzt getroffen. So. Komm doch. Oh. Lol, gut, Wolfling. Ziemlich gut. Pfeile bräuchte ich. Keine Pfeile. Dickdock Hängebrücke. So. Hier gibt's Wildpferde auch. Okay, es wird heiß. Es wird ziemlich warm. So, Fuchs und so. Okay, es ist verdammt warm hier. Wir haben aber zum Glück, wir haben ja zum Glück das, was ist das? Verrosteter Schild. Okay. Hab nicht gerade so das Verlangen danach. Ich bräuchte mal irgendwie irgendwas, was, Pfeilen ähnelt. Nichts davon. Ein Apfel. Und auch eine Wildbeere. Oh, cool. Süß-saure Frucht. So. Die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, ist, wenn ich meine Kleidung ausziehe, ist mir ja wahrscheinlich kälter. Aber nicht viel, oder?
So, ein 72er und ein 13er. Okay, diesen Lappen. Große Lappen. Oder was auch immer. Kleine Lappen am besten sogar. So, hat er Pfeile gedroppt? Ja, hat er. Die hole ich mir. 5 Holzpfeile. Gut. Leute, aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sind in, wo auch immer wir gerade sind, angekommen. Hier wollte ich hin. Und wir werden das mal im nächsten Part ein bisschen erkunden. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr wollt, im nächsten Part wieder. Also, bis dann und ciao.